Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind einfach mal raus. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, genau, wir sind einfach mal raus, mal wieder zu einer Mehrtagestour. Leider wird diesmal das Video nur vom Handy gefilmt, da wir Schusselchens aufgrund des Alters wahrscheinlich unsere SD-Karte vergessen haben von der Kamera. Ja, aber vielleicht wird es trotzdem ganz nett und ihr könnt ein paar Impressionen von unserer Tour gewinnen. Zur Strecke sagen wir gleich noch was. Ja, machen. Wie gesagt, die Kamera habe ich komplett gepackt. 5 Akkus dabei, Ladegerät, alles. Naja, Speicherkarte fehlt, liegt zu Hause im Speicherkartenleser. Egal, wir nehmen euch mit. Wird sicher eine schöne Tour. Bis dann. Ja, wir wollten noch was zu unserer Tour sagen. Also, wir sind zu Hause gestartet, in Stadt Oldendorf, zur Weser runter. Jetzt fahren wir den Weserradweg ungefähr bis Portenhagen, also Richtung Norden. Porta Westfalica? Portenhagen. Portenhagen bei Einbeck? Nein. Herford, Minden, Bad Dönhausen, Porta Westfalica. Ja, aber dann kommt doch noch eins. Wie heißt das denn? Naja, egal. Jedenfalls wollen wir dann Richtung Loccum, also zum Steinhuder Meer, queren. Petershagen. Petershagen. Ach, nicht Portenhagen. Gut, danke, Micha. Und dann geht's vom Steinhuder Meer Richtung Hannover und an der Leine zurück bis nach Einbeck und von dort aus wieder nach Hause. Also sind circa 300 Kilometer. Ja, wir haben 4 Tage Zeit. Schauen wir mal, was wir draus machen. Wir werden das Beste draus machen. Genau, ihr werdet es sehen. Schaut euch das Wetter an. Muss man nicht weiter kommentieren, oder? Einmal Mittagspause auf Höhe Bodenwerder. Direkt an der Weser hier. Genau, nach gut 40 Kilometern oder knapp 40 Kilometern hat Micha sich sein erstes Essen verdient. Danke. Die belegte Brötchen haben wir uns heute Morgen geschmiert. Die futtern wir jetzt und dann geht's weiter Richtung Hameln. Ja. Bis später. Auf geht's. Ach ja. Hier geht's vorbei an den sogenannten Treitlern bei Haien. Dort sitzt auch diese riesige Katze auf dem riesigen Stuhl, direkt am Radweg. Unterwegs immer wieder große Eisenbahnbrücken oder Autobrücken über die Weser. Da geht's Richtung Krone, das stillgelegte AKW. Das ist jetzt auf Höhe Tündern, die Windmühle von Tündern. Und da sieht man nochmal ganz aus der Nähe die Kühltürme. Sehen bedrohlich aus, aber wie gesagt, das ist inzwischen vom Netz das AKW. Hier kommen wir nach Gronde rein. Links von uns ist das sogenannte Gronder Fährhaus. Das ist eine Gastronomie, auch mit Campingplatz. Ist alles vor ein paar Jahren modernisiert worden. Ziemlich groß, die ganze Anlage. Ist auch immer gut besucht. Mit großem Biergarten, Bierterrasse. Hier sind wir schon am Ortseingang von Hameln. Wir rollen über die Weser. Haben einen schönen Blick nochmal aufs Wasser, kommen im ehemaligen Güterbahnhof vorbei. Und gleich geht's runter an die Weserpromenade. Mitten hinein ins Getümmel. Es war ja Himmelfahrt, als wir gestartet sind. Dementsprechend voll war natürlich dann auch die ganze Innenstadt, beziehungsweise die Weserpromenade bei dem Wetter. Gar kein Wunder. Auch Hameln hat eine blaue Brücke mit einer goldenen Ratte obendrauf. Und an der Promenade haben wir erstmal eine kleine Auszeit gemacht und uns einen schönen Kaffee gegönnt. Da kann man wirklich schön sitzen im Sommer, kann die Leute beobachten, die vorbeigehen oder vorbeifahren. Und man hat wirklich einen Blick auf die Weser. In einem der nächsten Orte haben wir uns auf einem Friedhof wieder mit Trinkwasser versorgt. Das machen wir eigentlich fast immer so auf unseren Touren. Da kommt man halt kostenlos an Trinkwasser.
Hier sind wir, glaube ich, kurz vor Rinteln müsste das jetzt sein. Da haben wir auch noch mal eine kleine Mittagspause gemacht. Wir haben immer eine Picknickdecke dabei. Das tut immer ganz gut, wenn man sich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde hinlegen kann. Die Beine können sich ein bisschen ausruhen und entspannen. Und wir haben die Sonne genossen. In Rinteln selber war relativ viel los, also da ist immer ordentlich Trubel, gerade an der Weserpromenade, die haben ja ihren eigenen Sandstrand dort. Und wie ihr euch denken könnt, an Himmelfahrt war da mächtig was los. Dann ging es schon nachmittags weiter Richtung Petershagen, allerdings haben wir es glaube ich gar nicht so weit geschafft, sondern haben uns vorher schon einen Schlafplatz gesucht, einen Wildcampingspot. Sabine ist da eben schon losgelaufen, hat da Ausschau gehalten. Da ging es relativ steil runter und sie hat den Platz für gut befunden und dementsprechend haben wir dann auch unser Zelt dort aufgebaut. Herrlichste Natur ringsum, weit und breit keine Menschen zu sehen. Und da haben wir noch die Abendsonne genossen. Gekocht haben wir an dem ersten Abend nicht mehr. Wir hatten noch genug Brötchen dabei, belegte. Das war okay. Über Nacht war es relativ frisch und ziemlich feucht auch von der Luft her. Aber der Sonnenaufgang, der hat dafür wirklich entschädigt. Ganz hinten im Tal konnte man noch so die Nebelschwaden sehen, die langsam aufstiegen. Es war ganz knapp über 0 Grad in der Nacht. Aber wir haben geschlafen wie ein Stein. Es war sehr ruhig, angenehm. Ja, und morgens wird dann erstmal ein Kaffee gekocht. Es ist schon schön, wenn die Natur morgens erwacht. Man sieht die Hasen, die Rehe sieht man ganz oft. Guten Morgen. Guten Morgen. Wachmacher ans Bett serviert. Toll. Kaffee, Kaffee. Meine Frisur ist etwas derangiert. Lasst euch dadurch nicht stören. Sieht aus wie immer. Also fast. Jetzt aber. Ja, und dann ging es auch schon gleich weiter wieder auf die Räder. Die ersten paar Kilometer im Sattel sind immer ein bisschen unangenehm. Aber vor uns war schon die Porta Westfalica zu sehen. Und ab da wurde es dann relativ flach. Bis Porta Westfalica ist der Weserradweg doch recht hügelig. Und hier kommen wir, glaube ich, schon nach Minden rein. Ich meine, das ist ein Ortsteil von Minden, den wir jetzt gerade sehen an der Weser. Da haben wir uns erstmal unsere langen Hosen ausgezogen und die Jacken ausgezogen. Die Sonne hat relativ schnell an Kraft gewonnen. Es wurde doch sehr warm in der Sonne. Das ist schon ein herrlicher Flecken dort. Die Altstadt von Minden haben wir quasi links liegen lassen. Wir sind einfach nur auf dem Radweg geblieben. Unterwegs gibt es aber immer wieder ein paar schöne Sehenswürdigkeiten, Windmühlen zum Beispiel. Und in Minden ist natürlich auch das Wasserstraßenkreuz, das heißt, dort kreuzt die Weser mit dem Mittellandkanal und dort gibt es auch ein Schiffshebewerk. Wir sind kurz an dem Deich hinaufgefahren und das müsste jetzt oben eigentlich der Mittellandkanal sein. Ich weiß nicht, ob da auch ein anderer Seitenkanal von abzweigt. Das ist jedenfalls sehr interessant, wenn man sich das Ganze mal aus der Nähe anschaut. Und bei bestem Wetter macht es natürlich gleich noch viel mehr Spaß. Dies hier ist das Schiffshebewerk. Danach ging es relativ flach durch die Natur. Ganz viele Rapsfelder haben zurzeit geblüht. Der Wind kam meistens von hinten oder von der Seite, war nicht allzu stark. Es ging vorbei an schönen Spargelfeldern, dem weißen Gold des Nordens, wie man es auch nennt. Und wir kamen an wundervollen Kiesseen vorbei, mit kleinen Badebuchten, mit einem Sandstrand. Da konnte man sich erstmal abkühlen. Aber das Wasser war wirklich richtig kalt. Ich denke mal, mehr als 5-6 Grad wird das noch gar nicht gehabt haben.
schön hier, sagt Sabine. Ja, die Radwege waren nicht immer im perfekten Zustand. Manchmal hat man solche Betonplattenbahnen, wenn die dann gebrochen sind und relativ schief stehen oder so, dann ist das ein ganz schönes Gehubbel da drauf. Da kann man halt entsprechend nicht so schnell fahren. Muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich die Fahrräder nicht kaputt macht. Aber ein Großteil der Strecke war wirklich super zu befahren. Ja, der Weg führt uns nach Loccum. Dort ist natürlich das große Kloster Loccum. Das haben wir auch kurz besichtigt. Es geht hinein in den Innenhof. Eine wundervoll gepflegte Anlage. Und vor uns die Klosterkirche. Wer möchte, kann seine Fahrräder direkt am Eingang anschließen. Dort haben sie extra große Bügel aufgestellt für die Radfahrer. Und dann haben wir uns das Ganze auch mal von innen angeschaut. Der Pilgerweg führt ja auch nach Loccum. Es gibt ja Loccum Volkenroda, einen ziemlich berühmten Pilgerweg. Und der endet dann hier im Kloster bzw. startet hier. Ja, auch der gesamte Innenhof des Klosters oder der Anlage, der ist wirklich sehenswert. Es ist ein schöner Fischteich bzw. Ententeich damit bei. Wenn ihr mal da seid, schaut es euch auf jeden Fall an. Es ist ein Besuch wert. Und vergesst nicht das Entenfutter. Ja, der Himmel hat sich bedrohlich zugezogen zwischenzeitig. Manchmal sah es wirklich aus, als würde eine heftige Regenfront kommen, aber Gott sei Dank sind wir immer trocken geblieben. Die Strecke führte weiter vorbei am Dino-Park in Münchehage. Den haben wir aber nicht besucht, sondern sind halt wirklich nur dran vorbeigefahren, haben kurze Pause gemacht. Und das nächste Ziel ist dann schon das Steinhuder Meer. Richtung Mardorf sind wir gefahren, vorbei an den ganzen Feuchtwiesen, in den Vogelschutzgebieten. Überall stehen dort die Aussichtstürmchen, dass man sich das Ganze anschauen kann. Es sind viele Fotografen dort, viele Leute mit großen Ferngläsern. Es gibt bestimmt viel zu sehen. Und direkt am Steinhuder Meer war halt auch richtig viel Betrieb. Bei dem Wetter keine Frage, kein Wunder. Und auch auf dem Wasser war einiges los. Es gibt auch einen schönen Rundweg um das Steinhuder Meer, den man mit dem Fahrrad befahren kann. Dazu haben wir auch ein separates Video gemacht. Ihr könnt ja mal in unsere Playlists schauen, beziehungsweise in unsere Videoübersicht. Steinhuder Meer ist ja nicht so riesig, das kann man als Tagestour komplett umrunden, gar kein Problem. In Mardorf ist natürlich der schöne Sandstrand, da sind auch die Surfer dann.
Da war allerdings erstaunlich wenig los für das Wetter. Das hat uns ein bisschen gewundert. Aber uns hat es nicht gestört. Und weiter geht's auf der nächsten Buckelpiste Richtung Neustadt am Rübenberge. Da war der Radweg nicht so gut. Dafür hat uns die Pizza hinterher entschädigt, die wir in Neustadt gegessen haben. Es war zwar direkt an der Hauptstraße, aber sie war lecker und hat uns satt gemacht. Vorbei noch an einem kleinen Wasserfall, wie es sich nennt. Es ging dann am Leine-Heide-Radweg weiter. Das heißt, wir sind quasi an der Leine entlang gefahren. Gegen Abend waren wir schon wieder relativ platt, und also am späten Nachmittag. Und dann haben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Schlafplatz gemacht. Wir haben auch einen schönen Platz gefunden. Sabine schüttelt das Zelt erstmal aus, dass es noch so ein bisschen trocknen kann. Das war halt durch die hohe Luftfeuchtigkeit der letzten Nacht im Prinzip noch feucht. Aber das ist innerhalb von ein paar Minuten im Winter gleich abgetrocknet. Zelt an sich steht schon, fehlt halt nur noch das Überzelt. Ja, auch hier war die Nacht sehr ruhig und angenehm. Einzig die Mücken haben ein bisschen gestört, das heißt, wir haben uns immer relativ schnell abends ins Zelt verkrümelt, weil abends die Mücken angreifen, und da waren wirklich riesige Schwärme. Nach einem Kaffee ging es halt weiter. Es ging unter den Mittellandkanal hindurch. Wir sind aber auch einmal oben drauf gefahren. Es gibt halt Zufahrten an beiden Seiten, dass man direkt an den Kanal kommt. Und dann kann man, wenn man möchte, halt auch parallel zum Kanal weiterfahren. Aber das ist halt nicht die Tour, die wir jetzt geplant hatten. Aber es ist schon interessant, da oben mal zu stehen und die großen Kähne an einem vorbeifahren zu sehen. Der Leine-Heide-Radweg führt uns Richtung Garbsen bzw. dann bis nach Hannover an der Leine entlang. Ist auch ein sehr schönes Stück zu fahren. Von den großen Städten bekommt man so eigentlich gar nicht allzu viel mit. Man wird fast nur im Grünen entlang geführt, fast nur am Wasser. Und hier sind wir schon in Hannover. Hannover hat auch ein paar nicht ganz so schöne Stellen. Das alte IME-Zentrum zum Beispiel, das ist nicht so der schönste Fleckchen von Hannover, aber es ist auch mal interessant zu sehen. Man kommt halt am Radweg direkt dran vorbei. Genau am anderen Leineufer ist das dann. Aber ansonsten geht es in Hannover eigentlich nur durch Grünanlagen durch, Richtung Maschsee, Sportpark. Vom Autoverkehr bekommt man eigentlich so gut wie gar nichts mit, weil man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Hätte ich so eigentlich nie erwartet in so einer Stadt wie Hannover, weil mit dem Auto mag ich Hannover gar nicht. Hier sind wir jetzt am Maschsee. Gegenüber sieht man das alte Rathaus, das große.
und die Strecke führt uns weiter Richtung Laatzen, Sehende. Da haben wir unterwegs auch erstmal wieder Mittagspause gemacht. Da haben wir unterwegs erstmal wieder eine Mittagspause gemacht und uns ein paar Nudeln mit Bolognese gekocht. Wie so oft unterwegs, aber es geht einfach schnell und es schmeckt. An der Leine war eine Anlegestelle für Kanufahrer oder Bootsfahrer. Da kam auch eine ganze Truppe mit jungen Männern vorbei, die waren auf Himmelfahrtstour noch. War sehr lustig und unterhaltsam, wie sie versucht haben, mit vier Leuten ihren kleinen Mini-Gasgrill zusammenzubauen. An dieser Stelle schönen Gruß an die Truppe. Bei Laatzen kommt man an den ehemaligen Kiesteichen vorbei. Dann ging es weiter Richtung Schulenburg. Ganz grob Richtung Marienburg, beziehungsweise der nächste Ort wäre dann Nordstemmen, unser nächstes Zwischenziel. Von Nordstemmen aus hat man einen schönen Blick auf die Marienburg. Und dann führt der Radweg weiter in Richtung Alfeld, beziehungsweise von Alfeld dann später Richtung Kreiensen. Da hat man nochmal ein paar Höhenmeter zwischendurch zu machen. Ja, eins der Zwischenziele ist auch Gronau. Da steht dieser schiefe Turm. Das alte Bauwerk, das steht wirklich so schief. Das ist Wahnsinn. Ja, unser Endziel war in diesem Fall Kreiensen. Dort sind wir erstmal beim chinesischen Imbiss eingekehrt. Kann man wirklich richtig gut essen. Auch trinken, wie man sieht. Und dann haben wir uns dafür entschieden, dass wir die Reise hier beenden. Wir haben den Tag schon auf 110 Kilometer wieder gefahren. Bis nach Hause wären es jetzt irgendwie noch 30 oder 40 gewesen. Das hätten wir nicht unbedingt geschafft, weil es noch sehr bergig geworden wäre. Da haben wir uns dafür entschieden, dass wir in Kreiensen einfach in den Zug steigen und bis Stadt Oldendorf fahren die letzten Kilometer. In diesem Sinne, danke fürs Mitkommen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind einfach mal raus. Tschüss.